Hallo Ladies und Gentlemen, mein Name ist Naoya und wir spielen heute Oceanhorn. Und ich melde mich zurück, sobald wir uns das Intro angeschaut haben. Das erste, was wir sehen, Musik von Nobuo Uematsu. Wer Final Fantasy kennt, kennt den Namen auch. Das ist ja schon mal richtig geil. Tonight, and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook from my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. Wake up. The time has come. So, und da sind wir auch schon. Das Intro ist beendet. Wir haben gesehen, unser Vater hat sich dem Monster Oceanhorn gestellt. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Ich würde mal darauf schätzen, dass Oceanhorn unser letzter Gegner ist und unser Vater nicht mehr am Leben ist. Aber das werden wir ja rausfinden. Wir gucken uns erstmal an, wie die Steuerung funktioniert. Menüschild. Zaubern, benutzen, bla bla bla. Aktion, Angriff, Kamera bewegen. Klare Sache, Objekte und Figur bewegen. Das kriegen wir hin. Und zwar habe ich gestern im PlayStation Store geguckt, was es so Neues gibt, weil ich schon eine Zeit lang nicht mehr reingeguckt habe. Und da ich ja auf Rollenspiele stehe, ist mir sofort das Bild aufgefallen. Ich habe reingeguckt, ich habe mir ein Review angeguckt auf YouTube und habe das Spiel für gut befunden. Ist wohl so ein bisschen Zelda-like. Werden wir herausfinden, ob es stimmt. Ich denke schon, nach dem Review nachzuurteilen. So haben wir auf der PlayStation auch endlich was in der Richtung von Zelda. Für die Xbox gibt es das auch. Gab es vor einem Jahr oder so. Ich weiß nicht. Es gab auf jeden Fall schon auf dem PC und auf dem Handy früher. Hebe mit der Kreuztaste einen Krug auf. Schaffen wir. Und auf jeden Fall, da ich noch sehnsüchtig auf Dragon Quest Builders und World of Final Fantasy warte. Die Shibi-Optik ist ja mal mega geil. Und dass sie auch diese Shibi-Optik hat, habe ich mir gedacht, naja, der einen Monat, den ich mich jetzt noch gedulden muss, nehme ich einfach mal dieses Spiel hier. Kostet zurzeit 15 Euro, glaube ich. Genau, 14,99 waren es. Und wir gucken mal, ob es das wert ist. Was ist hier oben? Hier ruht Teppo der Archäologe. Na gut, vielleicht werden wir den später nochmal... Ups. Ups, scheiße, ich wollte hier nicht runter. Hoch komme ich nicht mehr, ne? Nee. Was haben wir hier? Die Minikarte enthüllt vielleicht... Hermitshütte. Die Minikarte enthüllt vielleicht Hermitshütte. Okay, hier oben ist nichts mehr. Gucken wir mal. Unsere Waffe, naja. Ein schöner Stock. Damit schaffen wir bestimmt ordentlich, uns die Viecher vom Leib zu halten. Hier, wie bei Zelda. Wir machen die Büsche kaputt und kriegen natürlich nichts. Hallo, Alter. Hast du gut geschlafen, Kleiner? Hast du immer noch den gleichen Albtraum? Als dein Vater noch jünger war, besuchte er diese Insel oft auf seinen Reisen. Wie, das war's? Ich dachte, der gibt mir jetzt eine Mission. Oh, wir können sogar in sein Haus reingehen. Hausfriedensbruch, verdammte Scheiße! Hermitshütte!
Müssen wir irgendwas machen? Gibt es irgendein Rätsel? Wartet, man kann doch hier irgendwie... Aufgaben. Hermitsinsel. Wir haben drei Aufgaben hier. Das ist einmal Taschengeld. Sammle deine ersten 25 Münzen, lies mindestens 10 Schilder und besorge dir Vaters Schwert und Schild. Das machen wir. Questobjekte, okay. Rückblenden, hier können wir uns die Titel... das Intro nochmal angucken. Protokoll, Okay, Fische. Man kann auch angeln. Haben wir noch nicht. Gut, was machen wir hier in der Hütte? Können wir irgendwas lesen? Was war das? Okay, wir gehen einfach mal in die Truhe. Um diese Truhe zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Ja, wunderbar. Den habe ich nicht. Kann ich hier irgendwo draufklettern? Wozu habe ich hier die Fässer? Wo ist der Schlüssel? Es gibt auch, wie bei Zelda natürlich, es gibt Herzteile und Herz... wie hießen die großen Dinger? Weiß ich gar nicht mehr. Herzbehälter? Keine Ahnung. Womit wir unsere Maximalherzen steigern können. Es gibt die normalen Angriffe. Und es gibt einen aufgeladenen Rundumangriff, glaube ich auch. Wie bei Zelda. Setze den... Oh, okay. Wir haben, glaube ich, eine Aufgabe geschafft. Ich habe gestern schon kurz angespielt, nur ungefähr 2 Meter weiter als bis hier, um zu gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Gut. Okay, wenn wir weg sind, ist alles wieder da, wo es vorher war. Wo, da ist was Rotes. Gucken wir mal kurz hier weiter, bevor wir den richtigen Weg vermutlich gehen. Also hier hoch klettern kann man anscheinend nicht. Was ist das? Das ist ein Kontrollpunkt aus der... Das ist ein Kontrollpunkt aus der arkanischen Ära. Wenn dir etwas Schlimmes zustößt, tauchst du da auf magische Weise wieder auf. Kontrollpunkte findest du auf der ganzen Welt, vergiss aber nicht, sie zu aktivieren. Wenn du ihnen begegnest und keine Sorge, dein Fortschritt und alles, was du aufgesammelt hast, wird ständig gespeichert. Ja. Gucken wir mal hier hoch. Da unten sehen wir schon einen Gegner. Mit einem Totenkopf auf dem Panzer. Gutes Zeichen. Okay, man kann sprinten, aber sprinten kann man nur geradeaus anscheinend. Hier ruht Treppo der Archäologe. Ja, erstmal Grabschändung betreiben. Den Baum können wir auch verprügeln. Okay. Wollen wir da runter oder wollen wir da nicht runter? Wir holen uns erstmal die Münze hier. Und wir klettern da runter. Scheiß drauf. Wie komme ich zu der Kiste da hoch? Ach so, ich komme da wahrscheinlich gleich wieder raus. Nein, nein, nein! Oh! Ich wollte die Flasche aufheben. Sonnenklippe. Heben. Ein Schild haben wir noch nicht. Das war unser erster Gegner. Das können wir auch kaputt machen. Wir können alles kaputt machen. Kaputt machen ist immer gut. Nee, warte. War hier nicht noch was? Da oben und so. Keine Truhe, keine Kiste. Nee. Nee. Nee, ist nur ein Durchgang. Okay. Hallo? Hermits Picknickplatz. Oh. Oh, schön. Erstmal picknicken. Erstmal eine Flasche rum. Oh, schön. Lecker, lecker. Erstmal nochmal den Baum prügeln. Okay. Hier runter. Nee. Kiste. Ach, die können wir bestimmt auch nicht aufmachen ohne Schlüssel. Doch, die geht auf. 25! Du hast einen groben Entdeckerkristall gefunden. Das bringt dir 25 EP ein. Ich dachte, das ist Geld. Ach so, sind Erfahrungspunkte. Ich dachte, das ist irgendwie eine Sammeldings oder so. Wir sind Stufe 1 Landstreicher und noch 49 Erfahrungspunkte, dann sind wir Stufe 2 und vielleicht kein Landstreicher mehr. Hier geht's nicht runter, man kann nur so kürzere Klippen runterfallen, springen, wie auch immer. Ja, Kontrollpunkt wissen wir. Münze!
So. Wirf Objekte, halte während du ein Objekt... Ah, man kann das so lesen, ich bin so doof. Wirf Objekte, halte während du ein Objekt trägst die Kreuztaste gedrückt und ziele mit dem linken Stick. Lass die Taste los, um zu werfen. Achso. Ah! Ich dachte, du wirfst ein bisschen weiter, mein Freund. Ah! Ja! Was? Erledige ein Gegner mit... Was? Stufe 2 Reisender, neue Abenteuerstufe. Aufstieg, Optionstaste drücken. Ja klar, mache ich. Oder unten rechts haben wir jetzt auch für die Leute, die es nicht mitkriegen, natürlich ein kleines Symbol. Du bist ein Reisender, deine Gesundheit wurde aufgefüllt und du erhältst 10 Münzen. Toll. Ich hatte doch gar keine Gesundheit verloren. Naja, völlig egal. So. Wir sind abgesoffen. Wir sind einfach ersoffen. Ich dachte, unser Vater ist Seemann, ey, und wir können nicht mal schwimmen. Das ist ja... Oh nein. So, hier. Da müssen wir von da oben kommen. Oh, ist ja Alkohol, ey. Nee, wir müssen hier rein. Und dann kommen wir da hinten raus und können uns die nächste Kiste schnappen. Kaputt. Wir nehmen dich mit. Überall auf der Welt sind Münzen, Herzen und andere Objekte versteckt. Soll mir das irgendwas sagen? Da kommen wir nicht rein. Weil da ist quasi ein Schloss vor. Brauchen wir die Kiste. Das Fass. Auf der Minimap sehen wir auf jeden Fall, da ist irgendwo eine Truhe, die auf uns wartet. Da ist auch ein Fass. Tut mir leid. So, Erfahrungspunkte. Mit der Kreuztaste kannst du Objekte schieben. Okay, ich sehe einen Schalter. Das ist noch relativ einfach, das Rätsel. Aha! Schlau, schlau. Okay. Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Sauber. Sehr sauber. Ich dachte aber, hier ist noch ein anderer Ausgang, damit wir draußen zu der anderen... zu der anderen Kiste kommen. Hier? Nee. Ach so! Die Tür! Ja, natürlich. Aufschließen. Läuft. Läuft bei uns. Was haben wir hier Schönes? Blätter, Blätter. Da haben wir wieder einen Schalter. Der ist blau, der andere war rot. Blau bedeutet wohl, dass man nur einmal drauf treten muss. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Okay, rot müssen wir dauerhaft drücken, beziehungsweise irgendein Fass, und blau geht mal eben so. Ja, damit. Nee, Moment. Wir gehen hier. Was? Ist das ein Gegner? Ja. Zwei Erfahrungspunkte. Du kannst unterschiedliche Dinge aufheben. Ja. Das ist ein Reset-Schalter. Wenn du ihn benutzt, kehren Objekte auf magische Weise auf ihre ursprüngliche Position zurück und du kannst das Rätsel erneut angehen. Also, hier ist ein Rätsel. So, wir wollen hier durch. Das bedeutet, wir müssen hier zwei Dinger auf diese Dinger packen. Oh, was haben wir da Schönes? Ach so, das ist jetzt ja wohl noch nicht... Oh, scheiße, jetzt haben wir, glaube ich, schon das Haupt... Die Hauptmission verfolgt. Scheiße. Naja, da hat sich jetzt nicht viel getan. Wir gucken mal, ob das auch mit so einem Stein geht oder ob wir da ein großes Fass für brauchen. Aber müsste eigentlich auch so funktionieren. Ja. Okay, das funktioniert. Dann nehmen wir dich noch mit. So.
Das ist die Halskette deiner Mutter. Offenbar ist das kein gewöhnlicher Anhänger. Ja, wo haben... Da unten. Wieso kann ich auf die Questobjekte nicht draufgehen? Na, egal. Oh, wir haben Vaters Schwert und Schild gefunden. Yes! Und da hat's Bling gemacht. Erbstücke, Trophäe erhalten. So, wir haben ein Schild. Wir können aus der Deckung angreifen, das ist gut. Zack. Und zack. Okay, jetzt sind wir gewappnet. Jetzt kann uns keiner mehr was. Hier haben wir einen Hebel für die andere Tür höchstwahrscheinlich. Hallo? Oh, einfach nur gegenhauen. Manchmal der beste Weg, um weiterzukommen. Der ist wieder da. Arschloch. Okay. Können wir nicht runterstürzen, das ist gut. Bye, bye. Über das Menü erhältst du Zugriff auf Objekte, Statistiken und Einstellungen. Ja, ließ mindestens 10 Schilder, haben wir gemacht. Das heißt, wir mussten die doch nicht alle anklicken. Und es hat wieder Bling gemacht. Cleveres Kerlchen. 10 Münzen. Sammle deine ersten 25 Münzen. Taschengeld, auch fertig. Oh, Bling hat's gemacht. Taschengeld. Ja. Verrecke. Bye, bye. Ja, Alter, jetzt geht's ab, Alter. Schwert und Schild. Jetzt geht's ab. Warte, ich möchte aber gerne... Jetzt, wo ich weiß, dass wir die Schilder auch richtig lesen können, von wo sind wir denn, der grüne Balken über unserem Kopf ist der Ausdauerbalken. Der ist zum Sprinten da. Wo habe ich denn angefangen, die Schilder zu lesen? Das habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Hallo, Alter, ich komme gleich wieder zu dir. Ich will dann nur kurz das mit der Minimap, lesen. Wir haben auf jeden Fall einen orangenen Kreis auf unserer Map. Das wird wahrscheinlich ein Ziel sein. Hör mit Zütte, das können wir auch nicht lesen, das ist gut. So, die Minikarte enthüllt vielleicht Geheimnisse. Ah ja, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Achso, da haben wir drauf gedrückt. Ja, gut. Dann haben wir das mit den Schildern geschafft. Quatschen wir jetzt mit dem Alten? Ja, ne? Du hast Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Wie hast du das gemacht? Du solltest sie erst später bekommen. Was? Die Halskette deiner Mutter fing an zu glühen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie ist eins der Symbole des alten Arkadiens. Komm mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Nein! Nein, bitte nicht. These islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led direfolk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Oh Mann, wieso müssen alte Menschen immer so viele Geschichten erzählen? So, was soll ich jetzt machen?
Ja, das weiß ich doch. Hä, soll ich... Wie? Soll ich jetzt oder wie oder was? Gehe zu deinem Zelt, Kleiner. Aber komm mal morgen wieder. Ja, erstmal gucken wir uns noch um, alter Mann.